Promi-Geflüster ist mal wieder zurück aus der Sommerpause, aus der kleinen Sommerpause. Es hat mehrere Gründe gehabt, aber deswegen freut es mich umso mehr, heute mal wieder einen jungen Musiker am Start zu haben, der wirklich 2020 sozusagen seinen großen Durchbruch hatte mit CFX. Und CFX, das ist so ein Ausdruck aus dem, ja, sage ich jetzt mal, österreichischen, bayerischen, da kennt man es natürlich auch noch, den Ausdruck CFX. Und ich sage mal, für alle, die es vielleicht der Sprache jetzt, der bayerischen, südländischen Sprache nicht so ganz mächtig sind, übersetzen wir es nachher gerne. Das soll er aber selber machen. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen in die Runde, Chris Steger aus dem Salzburger Land, groß, grob gesagt mal, gell? Hi, freut mich voll, dass ich da sein darf, dass ich mit dir ein bisschen reden kann. Und wie du schon sagst, CFX ist einfach ein Wort, wo man sich ein bisschen drüber ärgert, sage ich jetzt mal. Und es hat zu dem Lied ganz gut dazu gepasst. Genau, CFX, wir haben es gerade kurz im Vorgespräch gehabt, das ist gerade so entstanden, so vor oder während der Corona-Zeit, also 2020, gell? Ja, genau, da hat mich genau 2019 der Christoph Straub angerufen und hat gefragt, ob wir ein Lied miteinander machen. Dann habe ich gesagt, ja, lieben, gern. Und dann haben wir miteinander das Lied CFX geschrieben und wir haben gehofft, dass sie es vielleicht einmal im Radio spielen. Und dann haben sie es da ein paar Wochen lang im Radio gespielt. Das war ein Wahnsinn für mich. Ich habe es am Anfang selber nicht glauben können, aber es taugt mir weiterhin allweil voll. Und ja, so ist es. Mhm. Wunderbar. Also, du bist ja eigentlich auch noch recht jung, gerade eben mal 19 Jahre noch. Jetzt Ende des Jahres, an Weihnachten, wirst du 20 Jahre, also noch blutjung. Wann ging es denn eigentlich los bei dir? Wie hat es denn angefangen, die Musik? Ja, angefangen hat die Musik eigentlich bei mir mit dem Gitarrespielen. Mit 8, 9 Jahren habe ich zum Gitarrespielen angefangen und das hat mir auch schon damals immer voll taugt. Ich habe dazu ein bisschen singen können. Und ja, so ist halt das dahingegangen, bis dann einmal eine Lehrerin zu mir gesagt hat, möchtest du nicht bei seinen Fernsehshows rummelden und da mit war. Und da habe ich dann das Glück gehabt, dass ich mitmachen habe dürfen. Und so ist das gegangen. Und eben durch die Fernsehshows ist dann eben der Anruf gekommen von Christoph, wie es dann zum CFX gekommen ist und dass wir das geschrieben haben. Mhm. Ja, wo du mir jetzt eben zuletzt aufgefallen bist, deswegen habe ich dann auch mal die Initiative ergriffen, da mal bei der Plattenfirma nachzufragen und ob es ein Interview möglich ist. Das war jetzt erst kürzlich bei Florian Silbereisen bei der großen Strandparty in Kitzbühel. Ja, da hast du einen Titel mit dem Florian gesungen, nämlich ein ganz bekannter vom Peter Cornelius. Du entschuldige. Ja genau, du entschuldige. Ich kenne, ich glaube, eine super Nummer von Peter Cornelius und ich glaube, den kennt eigentlich fast jeder Österreicher und auch ganz viele Deutsche kennen das Lied und das hat sich super angeboten. Der Florian, ein voll lieber Kerl, mit dem habe ich dann das Duett singen dürfen, das was mir auch voll eine riesige Ehre war. Und ja, es war ein cooler Abend in Kitzbühel und wir haben das Lied gesungen und die Leute haben einen Spaß gehabt. Mhm. Sehr gut. Und wer es jetzt dann auch gesehen hat, du bist aufgetreten mit Gitarre und deine Markenzeichen sind, wenn man es wirklich so mal sagen darf, die Lederhose, die gehört dazu bei dir, gell, zum Outfit. Und natürlich, wenn man auch deine CD jetzt durchhört, die natürlich auch CFX heißt, du singst alles in Dialekt. Genau, die Lederhosen, die gehören auch dazu. Das ist eher auch mehr durch Zufall gekommen. Ich wollte mich halt fest anziehen für einen Auftritt. Und dann ist es eigentlich immer bei der Lederhosen geblieben und sie taugt mir auch, sie ist gemütlich und die habe ich ganz oft eben auch bei den Auftritten an. Und ja, das mit der Mundart, das kommt einfach so. Da gibt es ein gutes Sprichwort von einem super Musiker von Österreich. Bei SDS war dabei. Ich glaube, der Gerd Steinbeck hat das gesagt. Die besten Lieder schreibt man in der Sprache, die was man spricht. Und das ist halt bei mir die Mundart. Und darum sind die Lieder in der Mundart. Und die, die was gefallen, die dürfen sich gerne anhören. Sehr schön. Und wenn man jetzt so die CD mal durchgeht, sind ja einige tolle Titel dabei, das Kritische auch ein bisschen, wo es auch wirklich darum geht, wo du nachfragst, auch erklär mal, warum ist nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern warum muss Krieg sein und so weiter. Sehr tolle Nummer.
Schreibst du die Texte selbst oder wer hilft dir dabei oder wie entsteht bei dir die Musik? Also ich bin eigentlich bei jedem Lied dabei und die meisten Lieder habe ich eben zu zweit mit Christoph Straub geschrieben und da eigentlich fast alle Lieder, da bin ich dabei bei der Musik und beim Text und das ist mir auch wichtig. Ich glaube nur, wenn man es selber schreibt, dann kann man auch die Texte dann so umbringen, wie man es meint. Dann kann man eigentlich schon auch sagen, du bist so ein bisschen Singer-Songwriter auch in gewisser Weise, oder? Ja, einige Lieder schreibe ich ganz allein und für ein paar andere Lieder sitze ich mich mit zwei, drei Leuten zusammen und dann machen wir ein Lied draus. Es macht einfach Spaß, muss ich machen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, sehr gut. Wie gesagt, 20 Jahre jung, also noch nicht ganz, dauert noch ein bisschen, aber du bist ja, glaube ich, wenn man das dann so sieht, erst mit der Schule fertig geworden, oder was? Hast gelernt oder gleich voll rein ins Musikbusiness? Ja, eigentlich gleich voll dann rein ins Musikbusiness, aber das ist halt auch eher mehr durch Zufall oder ein bisschen durch Glück auch passiert. Ich glaube, Glück gehört da immer dazu. Wir haben eben das Lied sehr fix gemacht, haben sie es im Radio gespielt und dann ist es gleich mit den Auftritten und mit allen losgegangen und jetzt bin ich da dabei, bin mit 100% bei der Musik dabei. Solange das geht, mache ich das und es ist auch wunderschön jetzt mal wieder. Und wenn ich jetzt sage, irgendwann funktioniert das mit der Musik nicht mehr und mache ich etwas anderes, aber dabei ist mein Augenmerk größer auf die Musik und so passt das auch. So passt es auch, sehr schön. Wo kann man dich denn dann antreffen, wenn du wirklich jetzt dann auf der Bühne stehst? Was Ja, gibt's da? sonst mache ich, wenn ich nicht gerade Musik mache oder auf der Bühne stehe, mache ich richtig gern Sport, Tennis, Fußball, ich tue auch gern Berggehen und ich glaube auch bei uns in Österreich und überhaupt bei mir daheim, ich wohne in St. Martin am Tennengebirge, ist ein wunderschöner Ort, da kann man super die Natur genießen, auf die Berge gehen und auch mal die Ruhe ein bisschen genießen. Ja, das auf alle Fälle auch. Aber wie gesagt, auch Auftritte. Wo bist du unterwegs bislang? Mehr in Österreich oder auch über die Grenzen hinaus schon mal? Eigentlich zur Zeit in ganz Österreich unterwegs, von Vorarlberg bis nach Wien und da sind wir eigentlich jetzt ja um die 40 Mal, sage ich jetzt mal, unterwegs. Es macht einen Riesenspaß. Und vielleicht haben wir auch, also wir haben schon zwei, drei Auftritte in Deutschland auch gehabt und das taugt mir auch immer und vielleicht wird das auch mal ein bisschen mehr. Ja, das wäre doch wünschenswert, dass man da mal die jungen Musikanten, die jungen Musiker auch mal in Deutschland mal wieder erleben kann, die aus Österreich kommen. Natürlich, da gibt es natürlich viele gute Musiker, durchaus. Wir haben es gerade, ja, den Peter Cornelius vorhin erwähnt. Ist das so ein bisschen ein Vorbild für dich oder Ja, was gibt es da für, den du ein bisschen sozusagen vielleicht gut findest? ich sage, glaube ich, generell ein bisschen der Austropop, da sind ganz viele meine Vorbilder. Sagt der Peter Cornelius hat super Lieder, aber auch der Reinhard Fehnrich oder Georg Danzer, SDS. Genau. Und das gefällt mir, ich glaube, das kennt man in Deutschland ganz gut. Und ja, wie du sagst, sind schon ein bisschen Vorbilder von mir. Stück weit auch gehört, glaube ich, mit dem hatte ich mich vor einiger Zeit auch noch unterhalten, mit dem Thomas Spitzer, ehemals EAV. Das ist auch ein ganz toller. Der hat ja auch Ja, super. Also mit STS auch gute Verbindung wiederum, genau. ja, ERV ist, glaube ich, eine super Band, hat ganz viele, ganz gewaltige Texte. Auch Thomas Spitzer, der ist ein super Lehrer und Texter und ist natürlich auch ein super Vorbild für mich. Wo ich sagen muss, halt, die ERV macht ganz viele Lehrer, da wo es einfach Spaß und witzig und lustige Lehrer sind. Und an dem müsstet ihr vielleicht dann ein bisschen arbeiten. So viele lustige Lehrer habe ich nicht. Die meisten von mir sind ein bisschen ernst. Ja, du, ich meine, das kann ja alles noch kommen. Du bist ja jetzt gerade ganz am Anfang sozusagen. Das ist dein erstes Album, oder? CFX. Ja, das war ja mein erstes Album, das ist 2020 rausgekommen, aber jetzt haben wir eh schon 2023 und jetzt im Oktober, Anfang Oktober, kommt dann mein nächstes Album raus. Okay. Natürlich ist auch jetzt 2023 schon wieder ein neuer Titel entstanden, der dann bestimmt auf der neuen CD drauf zu finden sein wird. Wie es sei soll. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wie es sein soll. Stimmt es? Ja, genau, wie es sein soll. Und in den Lied geht es eigentlich um das, dass man auf seine Entscheidungen vertrauen sollte, dass man auf sich selber vertrauen sollte und dass man
oft einfach aus einem Gefühl heraus entscheiden sollte. Ich glaube, im Endeffekt wird es dann so, wie es sein soll, und das ist die Message von dem Lied. Den Chris Steger natürlich findet man ihn natürlich auf seiner Homepage, aber ich denke mal, in der heutigen Zeit gehören die Social Medias auch dazu, also von Facebook, YouTube etc. Jetzt, wo bist denn du überall anzutreffen? Ja, ich bei Instagram ein bisschen, und das glaube ich darf man auch ab und zu machen. Es ist ganz cool, wenn man ein paar Fotos hat von den Auftritten oder von dem, was man gerade macht. Wenn es die Leute interessiert, dann taugt es mir auch, und ich glaube, das gehört zur heutigen Zeit dazu, wo ich sagen muss, so viel Zeit verbringe ich dann da auch nicht mit denen, weil ich glaube, es gibt wichtigere Sachen. Ja, klar, ganz genau. Aber wie gesagt, wenn man seine Fanbase bedienen möchte, dann muss man da schon, glaube ich, heutzutage präsent sein, auf alle Fälle. Ne? Apropos Fans, wie schaut es denn da aus? Wie viele Freunde folgen dir schon sozusagen bei deinen Auftritten? Ja, wo wir Auftritte spielen, spielen wir von bis. Also ab und zu kommen 300 Leute und ab und zu kommen über 1000 Leute, aber es ist ganz super. Ich glaube, egal wie groß, man muss sich einfach eine Freude machen beim Musikspielen, und wenn die Leute noch mitsingen bei Liedern, die was man selber geschrieben hat, und dann singen die Leute mit, dieser wunderschönes Gefühl, und dann kommt es nicht auf die Größe drauf, sondern auch, dass man eine Gaudi hat. Aber wir haben gerade jetzt vor 2 Wochen beim Linzer Kronefest gespielt, da waren glaube ich über 3000 Leute, und dann haben wir am nächsten Tag in Fürstenfeld gespielt, da waren über 1000 Leute, das war auch voll cool. Und so wie das Wochenende haben wir wieder vor ein bisschen weniger gespielt, und das macht einfach Gaudi. Wenn du auf der Bühne stehst oder gerade so auf den Bühnen unterwegs bist, was gehört denn bei dir dazu? Bist du da komplett allein oder hast du eine Band mit dabei? Nein, wir haben schon eine Band dabei, und da ganz klassisch aufgestellt eigentlich mit E-Gitarre, ich spiele Gitarre, nachher haben wir einen Bass, ein Schlagzeug und ein bisschen ein Klavier dabei. Der Techniker fährt natürlich auch immer mit, den braucht man, dass wir einen guten Sound einstehen. Und dann sind wir unterwegs in einem Bus, und das macht einen Riesenspaß, überhaupt die Hin- und Zurückfahrten da. Ja, das glaube ich, ne? Natürlich. Und Sommerurlaub schon gehabt? Warst du unterwegs? Nein, auf Urlaub war ich noch nicht. Im Sommer ist es zum Live-Spielen. Aber ich glaube, dass ich in 2 Wochen fahre und fliege dann nach Griechenland, und dann bin ich einmal 3-4 Tage ein bisschen faul und genieße die Sonne. Das seid ihr vergönnt. Das muss man auch mal genießen. Genau, richtig. Und dann geht es irgendwie dann auch bei dir so aufs Oktoberfest. Das steht ja dann auch wieder an. Oder ist das gar nicht dein Ding? Ja, Oktoberfest war ich tatsächlich eigentlich noch gar nicht, aber vielleicht schauen wir das dieses Jahr mal an. Ja, also was ich empfehlen kann, gut, klar, wenn man es natürlich voll mag, dann abends, aber wenn es doch ein bisschen gemütlicher sein soll, eher die Nachmittagswiesen. Da ist es doch noch ein bisschen entspannter. Vielleicht schauen wir das an. Danke. So, als kleiner Tipp, genau. Ja, sehr schön. Da haben wir doch schon ein bisschen mal was über den Chris erfahren. Ich sag mal, insofern, wir bleiben hoffentlich in Kontakt, wir verbinden uns. Und wenn du wieder ein neues Produkt hast, wie du erwähnt hast, oder im Herbst kommt was, oder Ende des Jahres die neue CD, dann unbedingt Bescheid geben. Ja, auf alle Fälle bleiben wir in Kontakt. Das hat mich sehr gefreut. Und wenn es wieder was gibt, melde ich mich. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald. Ciao. Baba. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.